dass die sich schnell ausbreitende Marienverehrung ihre Wurzeln in der Anbetung antiker Göttinnen sowie in anderen heidnischen Praktiken hat, haben wir bereits in einem früheren Kapitel dargelegt. Solche Verbindungen scheinen sich jetzt in späteren Kapiteln nur zu bestätigen. Die New Age-Bewegung schreitet zweifellos an vielen Fronten voran, nicht zuletzt in der Kirche, welche die rechte Lehre nicht ertragen kann, weil ihnen die Ohren jucken. Viele Christen haben tiefe Züge aus dem New Age-Trank genommen, zum Beispiel ganzheitliche Heilung, also ganzheitliche Heilkunde, Hypnose, Yoga, innere Heilung, Meditation, Psychoanalyse und Bewusstseinstraining. Alles heidnischen Ursprungs. Und viele haben neue Lehren und Ketzereien übernommen, die sich auf das humanistische und positive Denken von Teilhard de Chardin, Norman Vincent Peale und anderen Gründen, die der Kirche die Bedeutung eines irdischen Königreichs in der Jetztzeit beimessen, das soziale Evangelium predigen und lehren, dass die menschliche Gesellschaft für die Wiederkunft des Herrn nach den Königreichsprinzipien wieder aufgebaut und christianisiert werden muss. Brin Jones, eine führende Persönlichkeit in der Church Restoration, also in der Kirchenwiederherstellungsbewegung, verhieß seinen Anhängern Anfang des Jahres 1991, Zitat: Durch die Kraft seines Geistes werden wir alles, was gegen Gott und die Menschen steht, unter die Herrschaft Christi bringen. Gottes Kirche wird in der Endphase dieses Zeitalters die einflussreichste Gruppierung von Menschen auf Erden sein. Ende Zitat. Das ist in der Tat ein prophetisches Wort. Doch wird es in der Schrift nur durch die abtrünnige Kirche in der Offenbarung des Johannes erfüllt. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler66, Stunde der Wahrheit. Das Video heute, das wir uns anschauen und das ich gerade produziere hier, heißt Die ökumenische Konsequenz und handelt von Kapitel 20 aus dem Buch von Michael Desemlien, Alle Wege führen nach Rom. Ich habe die letzten Tage bereits die englische Buchlesung abgeschlossen, alle 21 Kapitel gelesen. Und da ich letztes Mal erst Deutsch und dann Englisch gelesen hatte in Kapitel 19, fiel mir erst später auf, dass in Kapitel 19 die Übersetzer tatsächlich etwas weggelassen haben. Und ich finde das nicht unwichtig, eben mal zu erwähnen. Ich werde das nicht alles übersetzen, ich werde das jetzt nicht alles erzählen, worum es geht. Das könnt ihr euch selbst anschauen, wenn ihr euch das englische Buch besorgt oder meine englische Lesung anhört, da ist das ja drin. Aber da geht es um Bibelversionen, Protestantismus und Ökumenismus, schwieriges Wort, also Ökumenismus, und in einem zweiten Abschnitt über Ökumenismus und die NIV, also die New International Version, die am meisten bekannte und meistens gebrauchte Bibel. Ich glaube, dass die NIV so ziemlich das widerspiegelt, was wir im Deutschen als die Elberfelder Bibel kennen, ja. Total korrupte Bibel. Und das sind gut zwei Seiten, wo der Autor hier drüber schreibt, über diese verschiedenen Bibelversionen und der Einfluss der korrumpierten Bibeln im Vergleich zu der King James Version. Er geht da zwei Seiten drüber ein, in dem Kapitel 19, das wir ja in Deutsch auch gelesen hatten, das im Englischen heißt Bible Prophecy and Bible Version, Bibelversion, also Bibelprophezie und Bibelversionen, und im Deutschen hieß das ja biblische Prophetie und der Antichrist. Ne, da hat man ja schon mal schön im Titel eben das mit der Bibelversion rausgenommen, was im Englischen drin stand. Und ich finde es sehr schade, dass die Übersetzer sich nicht die Mühe gemacht haben, die auch für Deutsche interessante Übersetzung, auch wenn es hier um die englische Bibel geht, wenn es um die King James Bibel geht, das dann eventuell in der Deutschen anzupassen, um das zu übernehmen. Das nur mal eben jetzt vorweg, bevor ich jetzt Kapitel 20 lese.
Finde ich sehr, sehr traurig. In Kapitel 20, nun das Kapitel, das ich jetzt lesen werde, wiederum am Ende sind zwei Paragraphen im Englischen, die es im Deutschen einfach nicht gibt. Die haben sie einfach ausgelassen. Und das finde ich nun langsam wirklich schon schlimm. Da holt man sich als Deutschsprachiger ein Buch, das in Englisch erschienen ist und das protestantische Schrift ist und das die ökumenische Bewegung aufzeigt und aufdeckt auch die Fehler im Vergleich zur, wenn man halt sich an die Bibel hält. Und man kauft das Buch doch eigentlich in dem guten Glauben, dass alles, was der Autor im englischen Original gesagt hat, ins Deutsche auch übersetzt ist. Und ich habe jetzt schon verschiedene Male während dieser Lesung feststellen müssen, dass das nicht der Fall ist. Und das finde ich persönlich sehr, sehr traurig. Kann aber auf der anderen Seite da nun auch nichts gegen machen, weil ich kann ja nun nicht jedes Buch wieder neu übersetzen oder die ganzen Fehler da rausholen und die ganzen Fehler übersetzen. Aber ich weise euch darauf hin, wollt ihr die originale Information aus Kapitel 19 komplett, dann hört euch Kapitel 19 meine englische Lesung an. Und in Kapitel 20, da werde ich nachher kurz drauf eingehen, das werde ich übernehmen. Aber ich finde es halt schade, dass wir nicht darauf vertrauen können, dass wenn jemand sagt, ich übersetze das Buch von demjenigen ins Deutsche, dass dann auch wirklich alles übersetzt worden ist. Das finde ich persönlich traurig. So, nichtsdestotrotz fahre ich jetzt fort mit dem vorletzten Kapitel, Kapitel 20, in dem Buch Alle Wege führen nach Rom, Evangelikale, wohin? Von Michael de Semlien mit dem Titel Die ökumenische Konsequenz. Auf Seite 211 für diejenigen, die in ihrer eigenen Kopie mitlesen wollen. Wir leben in einer Zeit, in der das Christsein unerhört schwierig ist, in einer Zeit massiver Gleichgültigkeit aller Gesellschaftsschichten gegenüber dem Evangelium. Schon nach diesem ersten Satz muss ich natürlich einen Kommentar einbringen. Wir leben in einer Zeit, in der das Christsein unerhört schwierig ist. Das stimmt. Wenn du als Christ in dieser Welt bist und du sprichst mit anderen Menschen darüber, dann wirst du ständig nur belächelt, ausgelacht, verhöhnt, beleidigt oder sonst wie nicht ernst genommen. Wir leben in einer Zeit massiver Gleichgültigkeit aller Gesellschaftsschichten gegenüber dem Evangelium. Wie kommt das? Weil man heute, 2016, sich mal umschaut. Dann laufen schon die Dreijährigen mit ihrem iPhone rum. Ich habe da letztens einen Ausdruck drüber gehört, wie man in Deutschland dazu sagt. Sie nennen das ein Smombi. Von Zombie und Smartphone zusammengesetzt. Smombi. Ein Smartphone-Zombie. Ich würde mich auch mal freuen, wenn es dafür deutsche Ausdrücke geben würde, aber es geht halt darum, dass die Leute so abgelenkt sind und so eingefangen sind in dieser. Ja, hier kann man doch schon beinahe schon von einer künstlichen Matrix sprechen, die aufgemacht wird über das Internet und wo die Leute reingezogen werden von, ach, ich kann jetzt meine Filme überall gucken. Habe ich letztens eine Reklame gesehen im deutschen Fernsehen von, nach dem Motto, damit irgend so ein Telefon da ja, irgend so ein Telefonprovider in Deutschland, ein Telefonanbieter, der jetzt das möglich macht, dass man sein Fernsehen, sein Lieblingsprogramm überall gucken kann. Auch auf dem Weg zum Einkaufen oder beim Einkaufen und solche Sachen. Immer, wie weit geht denn das noch? Dass wir dann irgendwo mal eine massive Gleichgültigkeit erreichen gegenüber dem Evangelium, ist ja normal, weil es wird uns ja nicht mehr gelehrt. Es wird total als unnötig erachtet. Also, das ist doch das Letzte, woran heute noch ein Mensch denkt. Das Wort Gottes. Ist das nicht furchtbar? Ich meine, ich kann da immer nur auf diesen einen Satz zurückkommen, der mir schon seit einiger Zeit im Kopf rumschwirrt. Hatte ich auch eine Zeit lang auf meinem Skype als Bericht draufgeschrieben. Die Frage ist ja nicht, warum es Gott zulässt, dass so viele Menschen sterben. Die Frage ist, warum die Menschen nicht das Gratisgeschenk von Gott annehmen für das ewige Leben. Das ist doch die Frage. Jeder läuft hier durch das Leben und macht sich Sorgen und denkt an den Tod und all solche ganzen Sachen. Und denkt gar nicht über den Sinn des Lebens eigentlich nach und entdeckt den in der Bibel, so wie es eigentlich gedacht ist. Dafür ist die Bibel ja geschrieben worden. Die Bibel ist unser Handbuch durchs Leben. Wir finden darin Antwort auf alle Fragen. Wir wissen,
wer uns geschaffen hat, warum er uns geschaffen hat. Wir wissen, warum wir hier sind. Wir wissen, wohin wir gehen. Wir wissen, woher wir kommen. Alles steht in der Bibel drin. Es ist im Grunde ganz einfach. Nur die Leute wollen es nicht mehr. Und gleich dieser erste Satz in diesem 20. Kapitel, als ökumenische Konsequenz, bitteschön, muss man das ja eben verstehen, ist, dass wir in einer Zeit leben, in der Christsein unglaublich schwierig ist, in einer Zeit massiver Gleichgültigkeit aller Gesellschaftsschichten gegenüber dem Evangelium. Man kann ja hingehen, wo man will. Das interessiert ja keinen einzigen. Naja, ich glaube, ich könnte darüber eine ganze eigene Sendung machen, aber ich halte mich jetzt mal ein bisschen an die Lesung hier in diesem Buch weiterhin. Ein liberales Christentum, das die großen Wahrheiten des Glaubens leugnet, die Bibelkritik und eine vom Zeitgeist bestimmte Schriftauslegung der Theologen, der rapide Aufstieg des Islam und anderer Weltreligionen, das Wachstum der Mormonen, der Zeugen Jehovas und anderer Sekten. Dazu der Vormarsch multireligiöser Gemeinschaften und der gefährlichen New Age-Bewegung, das alles zehrt an der geistlichen Kraft des Volkes Gottes. Naja, solange man sich von solchen Sachen natürlich beeinflussen lässt, was ein bibelgläubiger Christ nicht tun sollte. Aber doch interessant, dass wir hier schon lesen vom rapiden Aufstieg des Islam und das Buch ist erschienen 1993, vor 23 Jahren, bitteschön. Da sprach er von dem rapiden Aufstieg des Islam. Da war ja nun mal gerade die islamische Revolution in Iran vorbei, 1978 oder 1979, wann das war mit dem Ayatollah, 1993. Das liegt ja dichter dabei. Da sprechen wir schon vom Aufstieg des Islam und anderer Weltreligionen. Ich erinnere mich noch im Jahre 8, in den 80er Jahren, dass ich in Hamburg mal bei so einer Krishna-Gemeinde war. New Age und Buddhismus ist das natürlich. Und auch Scientology, die zu der Zeit unglaublich aufgekommen sind. Das ist natürlich alles, ja, diese gefährliche New Age-Bewegung, eben auch Scientology. Ganz gefährlich. Und das alles zehrt an der geistlichen Kraft des Volkes Gottes. Naja, also wenn man fest in der Bibel steht, dann nicht. Und das sollte man natürlich. Aber das ist eben das Problem. Die meisten kennen die Bibel nicht mehr und lassen sich dann von jeder dieser neuen Sekten, jeder dieser neuen Bewegungen lassen sie sich beeinflussen und suchen da ihr Heil drin, weil sie Bibel nicht mehr kennen. Es gibt so viele Kämpfe zu bestehen, fährt der Autor fort, so viele Feinde abzuwehren, dass verständlicherweise die Nachfolger Christi bestrebt sind, sich mit jenen zu verbinden, die entschieden an die Jungfrauengeburt und die Auferstehung glauben und die auch an klaren biblischen Positionen zu den großen sozialen Fragen festhalten. Die charismatische Bewegung mit ihren Heilungen und den anderen Zeichen und Wundern, mit ihrer imponierenden Einheit der Denominationen und der sichtbaren Wärme und Freude unter vielen ihrer Anhänger, scheint die Kraft zu haben, den guten Kampf zu kämpfen. Doch die Gleichnisse in Matthäus 13, wo es um den Sämann, den Weizen und das Unkraut geht, erinnern uns daran, dass die Kirche anders ist. Es ist nicht alles so, wie es scheint. Die Mehrzahl derer, die sich mit Freuden dem Herrn hingeben, haben keine Wurzeln, erliegen den Bequemlichkeiten und Verlockungen der Welt und fallen gewöhnlich erst dann ab, wenn der Weg beschwerlich ist. Sie mögen zwar weiterhin in ihren Gemeinden stark im Vordergrund stehen, sie mögen loben, beten und weissagen, doch sie versuchen beiden, der Welt und Gott gleichzeitig zu dienen. Zitat: Der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden, wie wir in Matthäus 7, Vers 14 nachlesen können. Und an einer anderen Stelle der Bibel sagt die Bibel, dass wir nicht zwei Herren dienen können. Es gibt da die Stelle in Matthäus 6, Vers 24, wo es heißt: Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mit anderen Worten, Gott oder der Welt. Man kann nicht Gott und der Welt dienen, man kann entweder Gott oder man kann der Welt dienen. Und das Weltliche ist eben das von Satan. Die praktischen Folgen alles dessen für den Einzelnen und für die Gemeinde ist gewiss empfindlich und unangenehm. Protestanten sind im letzten Abschnitt dieses Jahrhunderts und Jahrtausends gefordert,
biblischen Wahrheiten erneut Geltung zu verschaffen und die Notwendigkeit einer neuen Reformation zu verkünden. Von daher jauche ich den Videos sehr zu, die Walter Veit gemacht hat mit dem Titel Das Wiederanzünden der Reformation. Rekindling the Reformation, wie das im Englischen heißt. Ja, das Wiederanfachen der Reformation. Das Wiederanfachen des Reformationsgedanken. Wir haben heute den 1. November, wo ich das lese. Gestern war Reformationstag und ich habe gestern ein Reformationstag-Video gemacht. Spezial zu dem Anlass der Reformation. Mit der Absicht, Leute aufzuwecken, aufzurütteln, wachzurütteln, dass wir uns den Geist der Reformation erinnern, der 1517 durch Martin Luther in Deutschland eingeschlagen hat. Erweckung durch den Heiligen Geist ist das, worum jede gottesfürchtige Gemeinde betet. Die Notwendigkeit, vor Gott Buße zu tun und falscher Lehre gerade heraus die Wahrheit der Heiligen Schrift entgegenzusetzen, ist allgemein anerkannt. Ja, wenn es dann auch mal jeder tun würde, das wäre ja wunderbar. Martin Lloyd-Jones, der eine große Last für jene trug, die in sakramentalen, priesterlichen Systemen gefangen sind, sah das geistliche Gleichgewicht nur gewährleistet, wenn gesunde biblische Lehre sich mit der Erfahrung geistgewirkter Kraft verbände. Er war zutiefst in Sorge angesichts eines trockenen, intellektuellen, kritischen und verängstigten Christentums, das jede Erfahrung und die Fülle dessen, was Gott uns durch seinen Geist geschenkt hat, ablehnt. Seines Erachtens braucht eine Erweckung beides, Reformation und Erneuerung. Die Kraft Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes sollten nicht deswegen geleugnet werden, weil die Fälschungen überhand genommen haben. Nein, wir sollten uns nicht davon ablenken lassen, weil so viel falsche Christusse in dieser Welt rumlaufen, dass wir den Richtigen uns entsagen. Auf gar keinen Fall. Die Kraft Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes sollten nicht geleugnet werden, weil die Fälschung überhand genommen haben. Nein, im Gebet schöpfen wir die Kraft, oder die Kraft, besser gesagt, Kracht ist ja flämisch. Ich muss aufpassen, dass ich die Sprachen nicht immer durcheinander schmeiße. Im Gebet schöpfen wir die Kraft, dass uns die Kraft, dass uns der Heilige Geist die Kraft gibt, um die ganzen Lügen um uns herum zu erkennen. Jene, die wie Dr. Lloyd-Jones an Gottes Souveränität in der Zuwendung des geistlichen Gaben, glauben, befürchten, dass zu viele Gemeinden aus Angst vor Verführung dazu neigen, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Die charismatische Erneuerung hat vielen zu einer Vertrautheit mit dem Wort Gottes verholfen, doch leider allzu oft ohne die Ehrfurcht, die einem heiligen Gott gebührt. Tja, das nenne ich das Love Gospel, das Liebesgospel, das Liebesevangelium, das sie immer nur predigen, die Charismatiker und die Ökumenen. Die Furcht vor Gott steht ja wohl am Anfang. Ja, wenn ich Gott nicht fürchte, wenn ich Gott nicht respektiere, wenn ich keine Angst vor ihm habe, dann kann ich ihn auch nicht respektieren, dann kann ich ihn auch nicht lieben, wie sich das gehört. Wie es so schön heißt, fürchte denjenigen, der Seele und Leib zerstören kann in der Hölle. Und nicht nur den, der dir hier auf dieser Erde das irdische Leben nehmen kann. Aber derjenige, der mir die Seele und das Leben in der Hölle nehmen kann, das ist mein Herr. Den muss ich fürchten und ich muss mich erniedrigen können. Wer kann das denn heute noch? Wer erniedrigt sich denn heute noch gegenüber seinem Gott? Wer kommt denn mal auf Knien angekrochen und sagt, Gott, ich bin ein Sünder. Hilf mir, ohne dich bin ich nix. Das tun doch die meisten gar nicht mehr. Die wissen doch gar nicht mehr, wie das geht. Die wissen doch gar nicht mehr, wie man sich selbst noch erniedrigt. Geistliche Unterscheidung ist selten. Toleranz gegenüber den Lehren jener, die, Zitat, die euch verwirren und das Evangelium Christi verdrehen wollen, Ende Zitat aus 1. Galater Vers 7, ist ein Merkmal unserer Zeit. Könnte solch eine Toleranz ein Leugnen seelsorglicher Verantwortung sein?
Nun, Gläubige müssen mit dem wachsenden Einfluss eines anderen Geistes, den ihr nicht empfangen habt, oder eines anderen Evangeliums, das ihr nicht angenommen habt, rechnen, wie wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 4 lesen können. Was wir brauchen, ist mehr Klarheit, mehr Unterscheidung, mehr Wachsamkeit. Wir müssen uns entscheiden, ob wir den Menschen oder Gott gefallen wollen. Ja? Wir müssen uns entscheiden, ob wir den Menschen oder Gott gefallen wollen? Da geht es drum. Wenn ich Gott gefalle, dann missfalle ich wahrscheinlich den meisten Menschen. Genau so hat es Jesus auch erlebt, als er auf dieser Erde war. Um Gott zu gefallen, wirst du den meisten Menschen missfallen. Wir müssen uns entscheiden, jeder Einzelne, wir müssen uns entscheiden, was für uns wichtiger ist. Harmonie durch Kompromisse und Zugeständnisse in diesem Leben mit allen anderen oder keine Kompromisse, aber dafür aufrecht vor Gott stehen können. Wir müssen uns entscheiden, ob wir den Menschen oder Gott gefallen wollen, müssen wählen, dem römischen Katholizismus entweder öffentlich beizupflichten oder ihn öffentlich abzulehnen oder ihn öffentlich bloßzustellen, ihn öffentlich anzuprangern als die Kirche Satans, die der römische Katholizismus ist. Bei der Bekämpfung seiner Irrlehren müssen wir deutlich machen, dass wir zwischen dem römischen Katholizismus und den römischen Katholiken unterscheiden. Zwischen dem religiösen System einerseits und den Menschen, die ihm verhaftet sind, andererseits. Ich liebe alle Katholiken. Ich hasse ihre Hierarchie, ihre Glaubensdogmatik. Genauso wie es in der Offenbarung auch drin steht mit den Nicolaitans. Wie heißt das jetzt im Deutschen? In Offenbarung 2, Vers 6 heißt es: Aber das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, welche auch ich hasse. Ja, und da sind viele Leute, die interpretieren diesen Satz wieder vollkommen falsch. Sagen von, oh, Jesus hasst die Nikolaiten, Jesus hasst Menschen. Nein, 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 man muss es richtig lesen. Aber das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, welche auch ich hasse. Die Werke, da bezieht sich das drauf. Genauso ist das mit den Katholiken. Wir müssen zwischen dem römischen Katholizismus und den römischen Katholiken unterscheiden, zwischen dem religiösen System einerseits und den Menschen, die ihm verhaftet sind, andererseits. Die Menschen müssen wir lieben, aber das System, in dem sie gefangen sind, das System, dem sie folgen, das müssen wir entblößen, da müssen wir vorwarnen und auf diese Art und Weise diesen Menschen helfen, da rauszukommen aus dem System. Es gibt keinen neutralen Boden. Da kann natürlich jetzt ein Atheist sagen, ja gut, aber ich glaube eben an nichts. Ja, das ist auch ein Glaube. Wenn ich an nichts glaube, glaube ich auch an etwas. Ich glaube nämlich daran, dass ich nichts glaube. Das ist auch ein Glauben, ne? So verrückt, wie das klingt. Deswegen ist Atheismus ja auch eine Erfindung der Jesuiten. Davon mal abgesehen. Aber es gibt keinen neutralen Boden. Leute, das ist eben der Punkt. Es gibt nur weiß oder schwarz. Es gibt nur Wahrheit oder Lüge. Es gibt nur Gott oder Antigott. Also Christus oder Antichrist. Gott oder Satan. Und wir müssen Stellung beziehen. Die Bibel hilft uns, dass wir lernen, welche Stellung wir beziehen sollten. Ich meine, wenn wir natürlich so selbstzerstörerisch sind und sagen von, ach, das macht uns alles nichts aus, dann sterbe ich eben den ewigen Tod, pff, mir doch wurscht, dann ist das so, wenn man das Leben verleugnet. Okay, ich habe leider einen Freund, der das tut und deswegen kann ich mit dem auch über diese ganzen Sachen nicht reden, weil das interessiert ihn in feuchten Käse, ganz ehrlich gesagt. Aber wenn man das Leben liebt, wenn man hier auf dieser Erde alleine schon gerne ist und wenn man noch lieber in einer Welt ist, ohne Lügen, unter Jesus, dann gibt es keinen neutralen Boden. Da muss man sich für die gute Seite entscheiden. Man hat immer die Möglichkeit der Wahl. Gute Seite oder schlechte Seite. Freie Wahl in der Hinsicht, die haben wir.
Wir haben die Möglichkeit der Wahl. Das heißt nicht, dass wir einen freien Willen haben. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber wir haben die freie Wahl. Es gibt keinen neutralen Boden. Entweder bin ich für Gott oder ich bin gegen Gott. Und wenn ich nicht für ihn bin, bin ich automatisch gegen ihn. Ich bin nicht neutral gegenüber ihm. Das gibt es nicht. Es gibt zwei Seiten und ich muss mich für eine entscheiden. Und das ist der Unterschied der Lehre der Bibel gegenüber dem Unterschied der Lehre der Menschheit. Es gibt keinen neutralen Boden. Katholiken selbst haben das stets mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht. Zitat: Die römische Kirche ist entweder das Meisterwerk Satans oder das Königreich des Sohnes Gottes. Ende Zitat. Das betonte so Kardinal Manning. Sein Zeitgenosse und Kollege Kardinal Newman sagte mit gleichem Nachdruck, Zitat: Ein Priesterstand gehört geschichtlich zum Wesen der Kirche Roms. Ist dieser nicht von Gott eingesetzt, dann ist er dogmatisch das Wesen des Antichristen. Ende Zitat. Das können wir nachlesen in Romanism and the Reformation von Dr. Henry Gretton Guinness. Das Buch habe ich ja schon öfter gelobt und hier auch schon mal zitiert. Kapitel 16 damals. Wer sich in dem heutigen Klima, und immer bedenken, Leute, wenn ich das hier lese, wir sprechen hier über Anfang der 90er Jahre, über 20 Jahre zurück, und dann zieht mal selbst die Parallelen, was man alles davon heute noch genauso sehen kann, oder vielleicht sogar noch schlimmer, noch deutlicher als damals. Wer sich in dem heutigen Klima bei einer solch starken ökumenischen Strömung schwankend zeigt, erweckt den Eindruck, als pflichte er den Irrlehren Roms bei. Wer nichts sagt, enthält all jenen die Wahrheit vor, die innerhalb der anglikanischen und katholischen Kirchen noch in den von Menschen gemachten Fesseln des Ritualismus verstrickt sind und sich zur Erlangung der göttlichen Gnade auf die Sakramente der Priesterschaft und die Priesterschaft verlassen. Wenn evangelische Führer neben prominenten Katholiken auf Konferenzen und ökumenischen Veranstaltungen stehen, und sei es nur als Namen auf dem Programmzettel, dann kommt das einem Einverständnis mit den unbiblischen Glaubensgrundsätzen gleich. Das Neue Testament spricht ebenso deutlich von Trennung wie das Alte Testament. Zitat aus Epheser Kapitel 5, Vers 11. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Und im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 17 lesen wir: Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret nichts Unreines an, so will ich euch annehmen. Und das ist geschrieben im Geiste unter Bezug auf Jesaja 52, Vers 11, wo wir lesen: Weichet, weichet, ziert aus von dannen, rühret nichts Unreines an, ziert weg aus ihrer Mitte, reiniget euch, die ihr des Herrn Geräte traget. So sagt es Jesaja, und in dem Geiste ist es von Paul geschrieben im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 17, was ich gerade vorgelesen habe. Dr. Francis Schaeffer sagte, dass man angesichts dieser Lage die Wahl habe zwischen drei Möglichkeiten. Hört mal gut zu. Lieblose Auseinandersetzung, keine Auseinandersetzung und liebende Auseinandersetzung. Also, ich habe die Wahl. Ich setze mich lieblos mit denjenigen, die eine andere Lehre vertreten, auseinander. Ich setze mich gar nicht mit ihnen auseinander, oder aber ich setze mich liebend mit ihnen auseinander. Nur die dritte Möglichkeit, liebende Auseinandersetzung, ist biblisch. Jene Führer in den Gemeinden, die das Problem und seine Gefahren sehen und die zu ihrer eigenen Entschuldigung sagen, das ist nicht mein besonderer Ruf oder das ist nicht der rechte Zeitpunkt, befinden sich nicht im Einklang mit der Heiligen Schrift. Wie der angesehene Bibelausleger Matthew Henry sagte, Zitat: Das Böse nimmt Überhand.
Wenn gute Männer schweigen. Die Haltung gegenüber einzelnen Katholiken. Das finde ich ein sehr wichtiges Thema und ich hoffe, dass ihr gut zuhört, weil das ist wirklich, wirklich wichtig. Es geht uns bibelgläubigen Christen ja nicht darum, die Katholiken zu verdammen und zu sagen nach dem Motto von ey, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, wir sind bibelgläubige Christen, Halleluja, und ihr geht alle in die Verdammnis. Da geht's da nicht drum. Es geht darum, den Leuten auf eine liebende Art und Weise deutlich zu machen, dass wenn sie wirklich das erreichen sollen, was sie erreichen wollen, weil deswegen sind sie ja in der Kirche, sie lieben ja Jesus Christus, sie sind nur betrogen mit einem falschen Jesus Christus, wenn sie das erreichen wollen, wenn sie das erreichen sollen, was sie auch wirklich erreichen wollen, dass sie dann doch mal besser auf liebende Worte eines bibelgläubigen Christen hören, der ihnen sagt, was ist wichtig, das Wort Gottes oder das Menschenwort? Was zählt? Treffe eine Wahl. Hier steht, was Gott sagt in der Bibel und hier steht, was der Mensch sagt, der Papst im Katechismus. Vergleiche. Wem vertraust du? In wessen Hand legst du dein Schicksal? In die des Gottes, der dich geschaffen hat? Der Jesus für dich geschickt hat, um dich zu erlösen von deinen Sünden, um dir ewiges Leben zu schenken, dem du mit dem Mundbekenntnis zustimmst und sagst, dem glaube ich? Oder auf der anderen Seite, dem Papst? Die Wahl musst du selber frei treffen. Da kann dir niemand bei helfen. Aber wir, bibelgläubige Christen, sind dafür da, den Leuten aufzuzeigen, wo ihr Fehler liegt. Wir hassen nicht die Nikolaiter, wir hassen ihre Taten, weil sie verblendet sind, weil sie das wahre Wort Gottes nicht kennen. Und das wollen wir ihnen bringen. Und das ist ein Zeichen, dass wir sie lieben. Da geht's auch gleich in dem kleinen Abschnitt in diesem Buch noch drum. Wenn ich jemanden liebe und ich lasse ihn in sein Verderben laufen, dann kann ich ihn wohl nicht wirklich lieb haben, oder? Ich meine, ich bin damals in der Marine gewesen und da gibt es einen Ausdruck von, wenn man sieht, dass jemand in eine Gefahr läuft, dann ruft man ganz laut, Warschau! Was weiß ich, warum man die polnische Hauptstadt vernimmt, ist ja auch wurscht, aber in der Marine gibt es diesen Ausdruck, Warschau! Für Achtung, Warnung! Hey, pass auf! Das tue ich doch nur, wenn ich da Gefühle für habe, wenn mir das wichtig ist, was mit dem passiert. Ich meine, versteht ihr? Ich warne doch einen anderen nur, wenn er mir wichtig ist. Wenn ich ihn liebe. Aber gut, ich lese jetzt durch. Das wird ja sowieso wahrscheinlich doppelt so lang wie das Englische, aber das ist mir wurscht. Ich finde das zu wichtig, als auf die Zeit zu achten. Die Haltung gegenüber einzelnen Katholiken. Den Irrtum bloßstellen heißt nicht den Menschen verurteilen. Albert Close, ein führender Protestant und Wächter des Protestantismus, vertrat die Sichtweite der evangelischen Christenheit, als er 1940 schrieb, wie folgt, Zitat. Der Autor glaubt und anerkennt ohne Zögern, dass viele römische Katholiken wahre Kinder Gottes sind. Sie sind an Christus gläubig geworden, trotz all der mystischen, heidnischen Rituale, Zeremonien und Lehren, unter denen die Priesterschaft die Wahrheit begraben hat. Sie sind besser als ihr Bekenntnis. Millionen von ihnen sind jetzt im Himmel. Manche, wie Bernhard von Clairvaux, gehören zu den kostbarsten Seelen in Gottes Gemeinde. Aus römisch-katholischer Sicht muss ich dazu fügen. Doch das päpstliche religiöse System, das die Wahrheit in Ungerechtigkeit gefangen hält, ist das teuflische Zerrbild göttlicher Wahrheit.
Es ist Gott nicht gleichgültig, ob der Mensch auf rechte Weise anbetet oder auf falsche und verbotene Weise. Gottes heftigster Zorn über das alte Israel wurde erregt, weil sein Volk darin beharrte, auf falsche und verbotene Weise anzubeten, indem es Bilder aufstellte und sich vor ihnen verneigte. Ende Zitat. Also, da muss ich jetzt auf den letzten Satz muss ich noch mal ein bisschen eingehen. Es ist Gott nicht gleichgültig, ob der Mensch auf rechte Weise anbetet oder auf falsche und verbotene Weise. Die 10 Gebote. Wer glaubt, dass die nicht mehr gültig sind, der klappt jetzt mal seine Ohren zu und geht wahrscheinlich auch besser von meinem Kanal weg. Wer glaubt, dass die 10 Gebote noch gültig sind, der sollte sie dann vielleicht mal lesen. Hier sagt der Albert Close 1940, es ist Gott nicht gleichgültig, ob der Mensch auf rechte Weise anbetet oder auf falsche und verbotene Weise. Im ersten Gebot sagt Gott, ich bin der Gott, dein Herr, der dich aus Israel herausgeführt hat, aus dem Land der Gefangenschaft, und es gibt keinen anderen Gott neben mir, und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin der Herr, und du sollst dir keine Abbildung und Götzen machen. Im zweiten Gebot. Und du sollst meinen Namen nicht missbrauchen. Im dritten Gebot. Und du sollst dich erinnern, meinen Sabbat zu halten. Im vierten Gebot. Der Sabbat, mit dem ich in der Schöpfungswoche bestätigt habe, dass ich 6 Tage lang alles geschaffen habe und am 7. Tag geruht habe. So will er angebetet werden. Das sagt er uns deutlich genug. Es ist Gott nicht gleichgültig. Nein, wenn's ihm gleichgültig wäre, dann hätte Israel ja rumhuren können, wie es das getan hat, ohne irgendwelche Konsequenzen. Aber es hat jedes Mal im Alten Testament Konsequenzen dafür gegeben, für das israelische Volk. Und auch für die Juden. Das ist noch eine ganz andere Sache, wenn wir mal zu Daniel 9 kommen. Weiß ich nicht, wann ich das Video jemals produzieren werde. Es ist Gott auf gar keinen Fall gleichgültig, ob der Mensch auf rechte Weise anbetet oder auf die falsche oder verbotene Weise. Nun, die Errettung einzelner Katholiken, insbesondere jener, die in der charismatischen Erneuerung geistgetauft sind, in Frage zu stellen, wird zwangsläufig als engstirnig und sektiererisch angesehen werden. Doch der Kalifornier Bill Jackson von Christen evangelisieren Katholiken, das finde ich eine ganz tolle Bewegung. Christen evangelisieren Katholiken. Dieser Bill Jackson sagt, Zitat, die Wahrheit zu sagen ist keine Engstirnigkeit und auch kein Hass. Wenn du jemanden hasst, der verloren ist, dann lässt du ihn in Ruhe und lässt ihn zur Hölle fahren. Ende Zitat. Genau, wenn du jemanden hasst, dann rufst du nicht Warschau, dann rufst du nicht Achtung, dann rufst du nicht Pass auf. Dann lässt du ihn machen. Tja, mach doch. Und dann stellst du dich selbst als gerecht hin. Und das ist schon wieder der erste Fehltritt. Charismatiker haben recht, wenn sie meinen, Wahrheit ohne Liebe sei Borniertheit. Aber Liebe ohne Wahrheit ist Hurerei, sagt der protestantische Verleger Jack Chick, der unter anderem die Schriften von Alberto Rivera rausgebracht hat. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten, sagte Jesus in Johannes 14, Vers 15. Wenn man jene, die im Irrtum sind, liebt, wird man ihnen die Wahrheit sagen. Im 2. Timotheer, Kapitel 4, Vers 2 lesen wir dazu, predige das Wort, stehe dazu und sei es zur Zeit oder zur Unzeit. Wenn man jene, die im Irrtum sind, liebt, wird man ihnen die Wahrheit sagen. Dass viele, denen man die Wahrheit sagt, sich daraufhin umdrehen und dich angreifen, ist eine andere Sache. Aber erstmal musst du es tun, wenn du die anderen liebst. Oder du gibst es nur vor. Dann lässt es eben. Aber dann bist du auch kein wirklicher wiedergeborener Christ, der im Glauben steht und sich an die Bibel hält.
Menschen, deren Hoffnung auf Sündenvergebung an die Sakramente gebunden ist. Über die wahre Natur eines Glaubens aufzuklären, dem sie für einen Großteil ihres Lebens angehangen haben, erfordert viel Feingefühl, erfordert ebenso viel Einsicht und Kenntnis und viel Gebet. Und doch, alle, die wahrhaft bekehrt sind und weiterhin an Praktiken wie dem Beichtstuhl, der Messe und den Gebeten zur Jungfrau Maria und den Heiligen teilnehmen, werden sich dabei im Lichte ihres Bibelverständnisses zunehmend unwohl fühlen. Der letzte Abschnitt des Kapitels. Die gute Nachricht: Bekehrung zu Christus. Und hier ist eben auch am Ende etwas aus der englischen Übersetzung weggelassen, aber da komme ich dann drauf. Im Matthäusevangelium unterscheidet Jesus zwischen Religion und errettendem Glauben. Ja. Deswegen sage ich meistens, dass Religion menschengemachter Glauben ist und dass das nichts mit der Bibel und dem Glauben an Jesus Christus zu tun hat. Das Wort Religion kommt in der Bibel auch vor und sagt, dass der Bibelglaube die richtige Religion ist. Da spreche ich dann natürlich ein bisschen gegen, das will ich nicht. Ich will nicht gegen die Bibel sprechen. Ich mache das nur, um es deutlich zu machen, dass ich sage, Religion, was in unserer, zwischen Anführungsstrichen, Gesellschaft heutzutage als Religion wahrgenommen wird, da geht es eben immer um menschengemachten Glauben, menschengemachte Glaubenstheorie und nicht um den wahren Glauben. Und deswegen probiere ich da nur einen Unterschied zu machen. Aber im Matthäus-Evangelium unterscheidet Jesus selbst zwischen Religion und errettendem Glauben. Und er sagt in Matthäus Kapitel 7, Vers 13 bis 14, Zitat, Gehet hinein in die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal ist der Pfad, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Ende Zitat. Gute Werke, das Abendmahl und die Taufe. Ja? Gute Werke, das Abendmahl und die Taufe sind ein Ausdruck des Lebens Christi in uns und unserer Liebe zu Christus. Doch sie spielen keine Rolle bei unserer Errettung. Das ist der Unterschied zwischen bibelgläubigen Christen und Katholiken. Gute Werke, das Abendmahl und die Taufe, das sind zwei Sakramente und gute Werke obendrauf. Zwei, nicht sieben Sakramente, sind Ausdruck des Lebens Christi und unserer Liebe zu Christus, doch sie spielen keine Rolle bei unserer Errettung. Dadurch, dass wir das Abendmahl zu uns nehmen, dadurch, dass wir uns taufen lassen und dadurch, dass wir gute Werke tun, dadurch werden wir nicht errettet. Aber weil wir errettet sind, deswegen tun wir diese Dinge als äußerliches Zeichen dafür, dass wir Christus angenommen haben. Aber keine gute Tat, keine Einnahme eines Abendmahls oder eine Taufe hat jemals einen Menschen vor Jesus Christus gerechtfertigt. Das müssen wir mal eben ganz deutlich sagen. Nur durch den Glauben alleine sind wir errettet. Nicht durch gute Werke, nicht durch das Abendmahl oder in diesem Fall die Eucharistie in der römisch-katholischen Kirche, die römisch-katholischen Sakramente wie zum Beispiel die Taufe, dadurch nicht. Aber das ist ein Ausdruck dessen, wenn man errettet ist. Es ist unmöglich, durch irgendeines dieser Dinge Gott zu gefallen und sein Erbarmen zu verdienen. Damit würde ich ja Gott in die Schuld stellen gegenüber mich. Aber Gott lässt sich doch mir gegenüber nicht in Schuld stellen. Der lässt sich doch nicht sagen von, guck mal, weil der Jörg das gemacht hat. Oh, deswegen muss ich dem Jörg jetzt das und das geben. Da wäre ich ein Schuldner gegenüber dem Jörg, das kann ja wohl nicht wahr sein. Nein. Wir können uns sein Erbarmen nicht verdienen. Das ist eine Gnade, die er uns gratis anbietet. Gott ist heilig und er muss die Sünde richten. In Römer 3, Verse 10 und 23 lesen wir dazu, wie geschrieben steht. Da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Weder ein christliches Elternhaus macht uns zu Christen,
noch regelmäßige Teilnahme an Gottesdiensten, noch die Taufe, noch die Konfirmation oder die Teilnahme am Abendmahl. Ja, aber was ist denn dann die Antwort? Was macht denn einen Christen aus? Luther, ein Mann von hervorragendem Verstand und geistlicher Selbstdisziplin, hatte lange vergeblich gerungen und gesucht, um den schmalen Weg, der zum Leben führt, zu finden. Oh ja, schaut euch mal den Film Luther an. Er hat auf alle mögliche Art und Weise versucht, Gott zu gefallen, bis er irgendwann erkannt hat, dass er einfach nur das Gratisgeschenk annehmen muss. Der Geist Jesu, des lebendigen Herrn, zeigte ihm die Antwort in der Heiligen Schrift. Der Gerechte wird aus Glauben leben, schrieb Paulus an die Christen in Rom. Und der Mensch wird gerecht ohne des Gesetzes Werke, alleine durch den Glauben. Unsere Errettung ist einfach ein Geschenk. Aus Gottes wunderbarer Gnade ist uns alles vergeben. Wir können es nicht verdienen. Alles Rühmen ist ausgeschlossen. Und dazu kann man die folgenden Bibelstellen lesen. Habakuk 2, Vers 4 und Römer 1, 17 und 3, 7 bis 28. Die selige Gewissheit des persönlichen Heils ruht einzig auf einer geschichtlichen Tatsache. Christus starb am Kreuz als das Passahlamm, ein einmaliges, für alle Zeiten gültiges Opfer für unsere Sünden. Er starb für uns und wir sterben mit ihm der Sünde und dem Selbst. Kolosser 3,3 sagt dazu, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wir auferstehen mit ihm zu neuem Leben durch die erweckte Kraft des Heiligen Geistes. Darum, wie wir im 2. Korinther 5, Vers 17 lesen, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Jesus sagte zu Nikodemus, einem Führer der Juden im Sanhedrin, und wie der unbekehrte Luther, wohlbewandert in Theologie und Religion, dass er, Zitat, von Neuem geboren, Ende Zitat, sein müsse. Aus Wasser und Geist, wie wir in Johannes 3, Vers 3 und 5 lesen können. Wir können uns Gott nicht nach unseren Bedingungen nähern. Auch nicht durch unseren Verstand. Den Verstand haben wir vor allen Dingen von Gott bekommen, in der ersten Stelle. Denn hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 20. Wollen wir zu Gott kommen? Dann müssen wir wie kleine Kinder vor unserem himmlischen Vater sein. Denn wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Wie wir in Lukas Kapitel 18, Vers 17 lesen können. Nun, die englische Version des Buches Alle Wege führen nach Rom endet hier noch mit einer Aussage eines Londoner, Ralph Brockman, ein Mann des Gebetes und ein Mitglied der Intercessors for Britain. Der sagt hier, ich werde das mal eben so aus dem Stegreif ins Deutsche übersetzen. Ich lese das hier im Englischen und übersetze das jetzt direkt ins Deutsche, so gut ich das kann. Für einige Jahre war ich auf der breiten Straße, habe eine anglo-katholische Kirche besucht und hatte Schwierigkeiten, um die Gerechtigkeit durch den Glauben zu verstehen und warum Jesus am Kreuz gestorben war. Ich wusste, dass es einen Himmel gab und eine Hölle. Ich wollte in den Himmel, aber ich habe versucht, mir meine Erlösung zu erkaufen. Schlussendlich gebrauchte ich folgendes Gebet. Herr, ich bin ein Sünder und ich bereue meine Sünden. Ich bin willens, von meinen Sünden mich abzukehren. Ich empfange Jesus Christus als meinen Herr und Retter. Ich confess, ja, also ich beichte ihn als ich, I confess him as Lord. Ich bekenne ihn als meinen Herrn. Ich möchte ihm dienen von diesem Moment an in der Gemeinschaft in seiner Kirche. In Christus Namen, Amen. So sagt der Londoner Ralph Brockman das hier
Und das ist eben ein Teil, der aus dem der aus der deutschen Übersetzung komplett rausgenommen wurde. Und es geht weiter und in einer Fußnote steht da drin, wer mehr Informationen möchte, um wie man seine persönliche Errettung erlangen kann, der sollte hier Spirit von 88 kontaktieren, Dorchester House, Marsham Lane, Gerrards Cross Bucks. Ich möchte dazu nur Folgendes sagen und also es geht nicht um irgendwelche vorgefertigten Worte, aber es geht darum, dass man gegenüber Jesus Christus sich selber bekennt. Ob man das jetzt mit den Worten macht, wie der Ralph Brockman das hier geschrieben hat, die ich gerade eben laienhaft so versucht habe zu übersetzen, oder ob man das mit anderen Worten macht, das spielt keine Rolle. Die Worte spielen keine Rolle, solange sie aus dem Herzen kommen. Das spielt eine Rolle. Und ich möchte euch gerne mal ein deutsches Gebet vorlesen, das ich damals gesprochen habe. Ich habe es damals in Englisch gesprochen, als ich Jesus Christus angenommen habe. Und ich sage hier ganz deutlich damit bei, nein, es geht nicht darum, jetzt diese Worte auswendig zu lernen und genau diese Worte zu sagen, aber es geht darum, in diesem Geiste an Jesus heranzutreten. Und aus diesem Geiste heraus Jesus deutlich zu machen, dass man erkannt hat, dass man nichts weiter als ein Sünder ist und dass man sein Geschenk des ewigen Lebens annehmen möchte, aus dem Glauben alleine heraus. Ich hatte damals das Folgende gesagt: Herr, ich glaube, dass Jesus am Kreuz starb, als mein persönlicher Vertreter. Er trug alle meine Schuld, alle meine Sünden, alle meine Scham und meine Verurteilung. Er starb an meiner Stelle und er ist von den Toten auferstanden. Weil ich das glaube, so sagt mir dein Wort, dass die Gerechtigkeit Christi jetzt in mir angerechnet ist und ich erhalte es nun als Geschenk. Nicht durch den Kampf, nicht durch das Streben, nicht durch Werke, sondern durch den Glauben. Ich glaube in meinem Herzen und erkläre mit meinem Mund, dass durch den Glauben an Christus ich berechtigt bin, rechtschaffen zu sein, als ob ich nie gesündigt hätte. Amen. So habe ich das damals im Englischen gesagt. Ich hatte das dann übersetzt ins Deutsche, was ich gerade vorgelesen habe. Und jeder, der Jesus Christus als seinen Erlöser nicht angenommen hat, sollte derartige Worte gebrauchen. Im persönlichen Gebet zu seinem persönlichen Herrn, Jesus Christus. Das, wo Papst Franziskus sagt, eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus ist eine gefährliche Substanz, ist eine gefährliche Sache, ja, und die verbietet die römisch-katholische Kirche. Die römisch-katholische Kirche lehrt ja auch, dass man zu Christus nur durch Maria kommen kann, etwas, was total nicht in der Bibel drin steht. Aber wenn man den Glauben an Jesus Christus angenommen hat und man bekennt den Glauben durch Worte in der Art, wie ich es gerade vorgelesen habe, müssen nicht genau diese Worte sein, es müssen eure eigenen Worte sein, sie müssen aus eurem Herzen kommen. Dann wird Jesus Christus euch annehmen. Und dann könnt ihr das Sterbliche ablegen und das Unsterbliche annehmen. Dann ist alles neu, dann seid ihr ein neuer Mensch, dann seid ihr neu geboren. Und das kann man dann später in einer Taufe auch äußerlich zum Ausdruck bringen. Aber die Annahme dieses reinen, puren Glaubens an Jesus Christus, an unseren Schöpfergott, so wie hier in diesem, was ich gerade vorgelesen habe zum Beispiel, so bekannt gegenüber dem Herrn, das ist das, worum es geht. Und weil das so einfach ist, deswegen hasst es der Antichrist, der es so kompliziert macht. Folgens der Antichristenlehre muss man da hart für arbeiten, viel Geld für bezahlen und. Nein, sagt Jesus. Nicht durch den Kampf, nicht durch das Streben, nicht durch Arbeiten, sondern durch den Glauben wirst du befreit. Gut, das war jetzt Kapitel 20.
Es kommt noch ein Kapitel 21 nächstes Mal. Und bis zum nächsten Mal melde ich mich Joggler66 von Stunde der Wahrheit ab. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Gott möge euch behüten und beschützen und leiten auf dem schmalen Pfad, von dem wir auch gerade hier in diesem Kapitel 20 gesprochen haben. Ja? Der schmale Pfad, der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Matthäus 7,14. Das wünsche ich jedem, der dieses Video schaut. Und auch jedem, der es nicht schaut. Das wünsche ich jedem zu, dass er diesen Weg findet. Bis zum nächsten Mal. Gott segne euch. Joggler66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss. Ich sehe den großen Abfall. Ich sehe die Verwüstung des Christentums. Ich sehe die rauchenden Ruinen. Ich sehe die Herrschaft von Ungeheuern. Ich sehe jene Vizegötter, jenen Gregor den Siebten, jenen Innozenz den Dritten, jenen Bonifatius den Achten, jenen Alexander den Sechsten, Gregor den Dreizehnten, Pius den Neunten. Ich sehe ihre lange Folge, ich höre ihre unerträglichen Lästerungen, ich sehe ihren abscheulichen Lebenswandel, ich sehe, wie sie angebetet werden von verblendeten Generationen, wie sie hohle Segnungen austeilen, wie sie ihren verlogenen Ablasshandel treiben und ein heidnisches Christentum schaffen. Ich sehe ihre livrierten Sklaven, ihre geschorenen Priester, ihre zölibatären Beichtväter, ich sehe den berüchtigten Beichtstuhl, ich sehe die verführten Frauen, die ermordeten Unschuldigen. Ich höre die verlogenen Absolutionen, ich höre die Todesseufzer, ich höre die Schreie der Opfer, ich höre die Ansprüche, die Flüche, den Donner der Interdikte. Ich sehe die Folterbänke, ich sehe die Verliese, die Scheiterhaufen. Ich sehe die unmenschliche Inquisition, jene Feuer von Smithfield, jene Gemetzel der Bartholomäusnacht, jene spanische Armada, jene unsäglichen Dragonaden, jene endlose Kette von Krieg, jene entsetzliche Menge von Massakern. Ich sehe das ganze System und im Namen des Ruins, den es in der Kirche und in der Welt verursacht hat, im Namen der Wahrheit, die es verleugnet hat, des Tempels, den es geschändet hat, des Gottes, den es gelästert hat, der Seelen, die es zerstört hat, im Namen der Millionen, die es getäuscht hat, der Millionen, die es dahin geschlachtet, der Millionen, die es verdammt hat. Gemeinsam mit heiligen Bekennern, mit edlen Reformatoren, mit unzähligen Märtyrern, mit den Glaubenden aller Zeiten, brandmarke ich es als Satans Meisterstück, als den Leib, die Seele und das Wesen des Antichristen. Jeder Christ hat die heilige Pflicht, im Gebet den Antichristen zu bekämpfen. Und was der Antichrist ist, darüber dürfte es bei keinem normalgesinnten Christen Fragen geben. Wenn es nicht das Papsttum der Kirche Roms ist, dann gibt es nichts auf der Welt, das mit diesem Namen bezeichnet werden könnte. Denn es verletzt Christus, weil es ihn in seiner Herrlichkeit beraubt, weil es die Wirkungskraft der Sakramente an die Stelle seines Sühnopfers setzt und ein Stück Brot an die Stelle des Erlösers erhebt und ein Tropfen Wasser an die Stelle des Heiligen Geistes und weil es einen fehlbaren Menschen wie uns als Stellvertreter Christi auf Erden hinstellt. Wenn wir das Papsttum im Gebet bekämpfen, weil es gegen Christus steht, dann sollen wir die Personen lieben, auch wenn wir ihre Irrlehren hassen. Wir lieben ihre Seelen, auch wenn wir ihre Dogmen verabscheuen. So werden unsere Gebete vor Gott angenehm, weil wir unseren Blick auf Christus richten, wenn wir beten. Die ökumenische Bewegung, die sie rühmen, ist die größte Katastrophe, die in diesem Jahrhundert über die christliche Kirche hereingekommen ist. Sie hat die Kirchen dieses Landes zu einer Ansammlung blutleerer, rückgratloser, haltloser Organisationen schrumpfen lassen, die kaum noch ein müdes Wimmern für Christus und die Wahrheit zustande bringen.
Kein Wunder, dass die Bosheit so sehr zunimmt und die geistliche Finsternis über die Jahre immer dichter wird. Ernsthafte Christen mit nüchternem Lebenswandel und tiefer geistlicher Gesinnung sind in ihren Augen Fanatiker und Frommtuer. Wenn das stimmt, dann waren erhabene Gottesmänner wie John Knox in Schottland, Johannes Calvin und Martin Luther auf dem Kontinent und Erzbischof Cranmer in England ebenfalls Frommtuer in ihrem Kampf gegen die Irrlehren des Papsttums. Wir rühmen uns ihrer Gemeinschaft.